Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute behandeln wir den Vergleich zwischen der Razer Taipan und der Razer Deathadder Elite. Welche Maus ist die bessere? Das seht ihr nach dem Intro. Ja, wir spielen hier, by the way, mit dem Lukas oder Luca V3 Pack. Das wurde mir zugesendet von ihm. Es ist sehr schön und danke dafür, WhatsApp. Auf jeden Fall. Ja, ihr könnt euch die Infokarte gönnen. Da sind coole Videos, wie immer. Muss ich gar nicht mehr erwähnen, yo, Leute. Und auf jeden Fall geht es heute darum: Razer Taipan oder Razer Deathadder Elite. Fangen wir mit dem Preis an. Die Razer Taipan ist mit einem schmackotastischen Gebrauchpreis von 8 Euro verdammt preiswert. Aber hat eben keine gute Qualität mehr, weil sie eben ja, hart gebraucht ist. Ach, ich wurde getargetet. Wow! Auf jeden Fall, Leute, fangen wir an, dass auf jeden Fall der Preis von der Razer Taipan relativ gering ist. Im Gebrauchtwert 8 Euro, im Neuwert 50 bis 65 Euro. Das meine ich jetzt auf jeden Fall mit dem Razer Shop und nicht mit irgendwelchen wieder Neuverkaufsseiten wie Amazon oder eBay. Auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall, Leute, ist die Razer Deathadder Elite eine sehr, sehr, ich sag mal, preiswerte und teure Maus von Razer, die bis zu 80 Euro kosten kann. Ich habe sie für 70 bekommen. Der Betterbar-Sound ist verdammt chillig. Auf jeden Fall, Leute, ist es, ja, ich sag mal, ein bisschen in der teureren Preisklasse. Vor allem Razer ist hier auch sehr teuer, ist bekannt dafür und hat aber eine gute Qualität. Fürs Jittern und Butterfly ideal übrigens für alle, die meinem Train aufsteigen wollen und nicht den Abuse Train. So, Grüße gehen raus an Brötchen, das ist auch ein Abonnent von mir, habe ich eben erfahren per Chat. Und vielleicht kriegen wir ihn noch. Jo. Und, ach, er hat überlebt, okay. Schade, Leute, auf jeden Fall ist es so, dass ich beide Mäuse ziemlich hart gefeiert habe. Besser zum Butterflyen. Jetzt kommt nämlich der zweite Punkt, Butterflyen. Besser zum Butterflyen ist tatsächlich die Razer Deathadder Elite aufgrund der breiteren Klickfeldern oder Klicktasten ist es auf jeden Fall viel leichter bei der Deathadder Elite zu Butterflyen. Jedoch ist das Jittern eigentlich bei beiden relativ gleich. Bei der Deathadder Elite ist es einfacher, die Maustasten zu klicken, weshalb man da auch besser abusen kann. Und unser Bett ist weg, aber das juckt mich eigentlich einen feuchten Keks, ihr wisst schon. Auf jeden Fall haben wir den und wir bauen uns mal hier ganz gekonnt und entspannt rüber, denn ich möchte kein Risiko eingehen. Und mal hier schön zum Bett von Lila gehen. So, auf jeden Fall war das mit den Klickarten. Ja, normal klicken ist natürlich easy lemon squeezy. Ich habe beide Mäuse jetzt schon über ein Jahr und kann damit sagen, dass es... was? Also... ist auf jeden Fall fürs normale Klicken und für die Haltbarkeit relativ gut geeignet bei Razer, weil das eben sehr hochwertige Mäuse sind. Sie sind alle im schwarzen Stil gehalten. Beide haben einen Chroma, ja, ich sag mal, eine Chroma-Fähigkeit und die Endstone. Muah, Chacuzel. Auf jeden Fall das Block. Die Blocks, nicht das Block. Die Blocks sind sehr, sehr geil. Auf jeden Fall checkt mal Lukas ab oder Luca soll mal was schreiben, dann lumpe ich ihn an. Penne ich ihn an. Warum habe ich gerade Lumpen gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade auch ein bisschen Brain AFK. Ihr kennt es von Feuerstein. Auf jeden Fall, Leute, holt euch die Deathadder Elite. Meiner Meinung nach ist es die bessere Maus. Was aber ihr euch letztendlich holt, das ist eure Entscheidung, ist nur eine Empfehlung von mir. Nicht denken, ich zwinge euch oder so. Ich tue euch Links von beiden Mäusen in die Videobeschreibung. Also ich verdiene da jetzt auch nichts mit, bevor wieder irgendwer sagt, der will nur Geld. Ja, ich verdiene da nichts mit. Und der Mist, den haben wir auf jeden Fall, nice. Genau, also entscheidet euch auf jeden Fall für eine von den beiden Mäusen, falls ihr denn diese Entscheidung mir abnehmen wollt, euch das irgendwie zu raten, denn ich finde es besser, wenn ihr selber entscheiden könnt. Da will ich euch auch nicht die Entscheidung irgendwie abnehmen, da das wirklich individuell nach euren Bedürfnissen angepasst sein kann, welche ihr eben wählt. Beide sind farbeinstellbar und haben beide eine Chroma-Funktion in der Synapse-App und also das ist der Maustreiber für Razer, ja, für die es nicht wussten. Und der war auch schon mal ein Video, Grüße an ihn. Nun kommen wir zu den Gewichten. Ich finde die Razer Deathadder Elite besser, weil sie leichter ist. Aber Leute, ja, die Razer Taipan ist länger. Ja, das bedeutet, wenn man eine kleine Hand hat, hat man mit der Razer Taipan wirklich keine guten Chancen. Mit der Deathadder Elite, die ist ein bisschen breiter und mittellang, kann man auf jeden Fall mehr was anfangen mit der Durchschnittshand. Also ich denke mal, mehr Leute können auf jeden Fall mit der Deathadder Elite was anfangen als mit der Taipan. Das habe ich jetzt so festgestellt und das war ein komisches MLG, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Grüße gehen da an der Stelle an Revi so rum. Genau, und er lebt noch, aber wir haben ihn und sein Bett ist
auch weg. Nice. Auf jeden Fall hört man bei beiden Mäusen relativ leicht das Klicken. Ja, ich denke mal, da gibt sich der Sound nicht viel. Und die Ästhetik ist auch circa dasselbe, nur dass die Taipan eben ein bisschen länger ist und nicht so breit wie die Dead Adder Elite. So, das war es eigentlich zum Aussehen der kompletten Maus. Ja, wie gesagt, beide Links in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch einfach beide Links grabben in der Beschreibung und dann entscheiden, was ihr halt kauft. Oder ihr kauft doch gar nichts und seid einfach schlau und spart Geld. Was? Macht, was ihr wollt, Leute. Macht, was ihr wollt. Ich will da nicht lange um den heißen Brei herumlabern. Komm, aber er hat sich suicided. Ob er gestorben ist oder nicht, weiß ich nicht. Also, ob er runtergefallen ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Leute, habt ihr die Likes bei meiner Handcam immer noch nicht erreicht? Ich weiß nicht. Könnt ihr mal abchecken. Das ist oben rechts in der Infokarte hoffentlich verlinkt. Wenn nicht, dann nicht. Genau, das war das Video. Handcam. Wann kommt die Handcam oder so hieß das Video. Auf jeden Fall mal abchecken. Ich denke mal, ich habe es oben verlinkt. Wir haben auf jeden Fall den Highground. Und haben somit auch den Kampfvorteil und können uns hier ganz entspannt langbauen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir suiciden uns und gucken, dass wir halt jetzt nicht irgendwie gestompt werden von ihm. Das ist jetzt auch nochmal was Schwierigeres. Oh, das sieht gut aus für uns. Ja, das sieht gut aus. Und damit würde ich sagen, Leute, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.